Trikots von Radio Duisburg. Ihr seid das auch ordentlich vertreten. Habt ihr wieder Praktikanten nötig müssen mitzulaufen oder gibt es mittlerweile auf eurem Team schon Leute, die auf beiden Füßen gerne sich schneller bewegen? Nee, also ich bin dieses Jahr sehr fleißig, die Radio Duisburg-Mitarbeiter, und haben sich sozusagen darum geprügelt, wer mit ins Team durfte. Ich wäre ja auch so furchtbar gern gelaufen, aber ich muss ja hier auf der Bühne stehen. Kennst du die alle? Hat viel Spaß gemacht? Ist die Erste geworden? Guck mal, die zeigen mal in die Kamera. Sowas kriegen unsere Bambinis, wenn sie erfolgreich 500 Meter laufen. Also liebe Eltern, im nächsten Jahr schaffen wir sicherlich 200 Kinder, die auf die Reise zu schicken. Wo hängst du die denn hin? Weißt du das schon? Musst du die abgeben oder darfst du die behalten? Darfst du behalten? Kommen die ans Bett? Kann man die da irgendwo dran nageln? Muss der paar Beute Hammer und Nägel holen, dann wird die dran geklopft? Oder wie macht ihr das? Das ist ein guter Teil, das ist eine gute Taktik, so würde ich es auch. So, ab aufs Siegerpodest. Also stelle ich mal hin. So, da haben wir dann ja Soraya bekommt eine Familienjahreskarte für den Zoo inklusive Delfinarium besucht und dasselbe bekommt natürlich auch der Juan. Ganz bei den Mädchen, Mila Harrafer. Yeah, it's all good.